geht's! Ganz genau, herzlich willkommen bei World of Tanks mit dem Teddy auf der Kanal und mit weiblichen Panzerfahrern, ganz eindeutig hier zu sehen. Hahaha, chauvinistischer Witz. Ich fahre heute eine Selbstladelafette und verstecke mich in diesem Busch und werde mich die ganze Partie aus diesem Busch nicht bewegen, weil genau das ist es, was man macht, wenn man Artillerie fährt. Man baut ein Zelt auf und campt da drin. Das Erste, was euch auffallen wird, wenn ihr noch nie mit Artillerie gespielt habt, ich werde die Selbstladelafette mal zukünftig Artillerie nennen, ist, dass euer Visier völlig anders aussieht. Ihr habt nicht mehr diesen Blick durchs Rohr oder durch die Rohroptik, sondern ihr blickt aus einer Vogelperspektive von oben auf das Schlachtfeld, was euch natürlich die Möglichkeit gibt, in die Entfernung zu schießen. Denn das ist ja schließlich auch euer Job. Und diesen Job immer besonders gut zu machen, ist das Problem bei der Artillerie, denn wie ihr seht, eure Zielzeit ist verdammt langsam. Es dauert ewig, bis dieser Kreis sich schließt. Wenn ihr Pech habt, so wie ich gerade, ist euer Ziel schon längst verschwunden und ihr trefft es nicht. Das nächste Problem an der Artillerie ist ganz einfach die Nachladezeit. Die Dinger nachzuladen dauert aus einem völlig unerfindlichen Grund Stunden. Ich weiß nicht, ob dort kleine Hamster in der Artillerie arbeiten oder woran es liegt. Aber dieses Ding nachzuladen dauert ewig. Der Vorteil ist, vielleicht habt ihr in der Zeit schon gezielt, bis ihr nachgeladen habt. Der Nachteil ist, irgendjemand anders ist schneller als ihr. Weil irgendjemand wird das Ziel auch gespottet haben und wird darauf schießen. Und das wird mit Sicherheit keine andere Artillerie sein. Der Trick bei der Artillerie ist nämlich, meiner Meinung nach, ich habe ja keine Ahnung von dem, was ich hier tue, schon in die Richtung zu zielen, in die man zukünftig schießen wird. Das heißt, man muss ein gewisses Maß an Erfahrung für die Artillerie mitbringen, um zu wissen, wo Ziele auftauchen, bevor sie überhaupt da sind. Man muss sich also merken, auf welchen Wegen sich Ziele bewegen und dann kann man wie hier seinem Kollegen vielleicht auch den Arsch retten. Dabei ist für die Artillerie unerlässlich wichtig, dass man einen guten Speer im Team hat. Jemand, der in einem leichten Panzer vorfährt, die ganzen feindlichen Panzer alle aufdeckt, nach Möglichkeit vielleicht sogar Jagdpanzer, die sich irgendwo in ein Gebüsch gestellt haben und auf eure mittleren und schweren Panzer warten, um diese dann aus der Entfernung sicher zerlegen zu können. Für die Artillerie gibt es je nach Typ der Artillerie oder je nach Land, wo es herkommt, auch verschiedene Munition. Es gibt High-Explosiv-Munition und es gibt Panzertank-Munition. Die High-Explosiv-Munition hat den Vorteil, dass sie Schaden in einem gewissen Umkreis anrichtet. Die panzerbrechende Munition, wie der Name natürlich sagt, bricht Panzerung, also durchschlägt Panzerung.